Hallo, ich bin Annika. Und ich bin Lisa. Wir sind vom Online-Nähkurs und in diesem Video möchten wir dir unsere 5 wichtigsten Gründe verraten, weshalb du dir deine T-Shirts ab jetzt nur noch selber nähen solltest. Okay, der erste Aspekt ist, dass sich selber T-Shirts nähen ziemlich nachhaltig ist, weil man einfach nicht abhängig ist, ja, was irgendwo produziert wurde oder irgendwelchen Bedingungen, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Man weiß einfach, dass das Shirt zu Hause von sich selber produziert wurde. Und wenn du da zusätzlich noch auf Nachhaltigkeit setzen magst, dann würden wir dir auch empfehlen, einen nachhaltigen Stoff zu verwenden. Am besten ist es, wenn du da auf ein Zertifikat achtest. Das GOTS-Zertifikat ist eines der bekanntesten. Und wenn du so einen Stoff verwendest, dann kannst du auch sicher gehen, dass bei der Produktion des Stoffes auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und zusätzlich weißt du, dass dein T-Shirt auf jeden Fall fair produziert wurde, denn du hast es selbst genäht. Yay! So, Punkt Nummer 2. Wie wir schon gesagt haben, du bist unabhängig von den großen Modeunternehmen, von den großen Ketten und auch vom Design natürlich. Das heißt, ja. Oftmals wird dir was vorgegeben, was Mode ist, und wenn du sagst, finde ich toll, dass das Mode ist, gefällt mir aber nicht, dann nähst du einfach selber in der passenden Farbe, im passenden Design. Du kannst es halt wirklich so abändern, dass es zu dir und zu deinem Geschmack passt. Genau, es ist einfach super individuell und wir nähen unsere Shirts eigentlich nur noch selbst. Ja, wie man sieht, gell? Ein weißes, ja, ein rosa-rotes Shirt. Ja, und das Perfekte ist, wenn man dann einmal so die Passform gefunden hat, dann kann man das ja auch immer wieder in anderen Stoffen nähen. Ja. Das Perfekte ist nämlich, dass man sich natürlich einen individuellen Schnitt selber aneignen kann und, wie gesagt, den dann in mehreren Variationen nähen kann. Damit sind wir auch schon bei Grund Nummer 3, weshalb du dir deine Shirts selber nähen solltest, denn sie passen dir einfach perfekt. Ja, weil sie auf dich abgestimmt sind und genau deinen Körpermaßen entsprechen. Du kannst die Schnittmuster genau an deine Maße anpassen und dann immer wieder auf diesen Schnitt zurückgreifen und unzählig viele Shirts in unzählig vielen Varianten. Genau. Ein weiteres Kriterium, das für selbstgenähte Shirts spricht, ist, dass es halt einfach länger hält. Teilweise fängt es, glaube ich, schon bei den Stoffen an, die in der Industrie ja relativ dünn sind, wo der Zuschnitt vielleicht jetzt nicht korrekt im Fadenlauf ist, damit man keinen Verschnitt hat. Ich glaube, ja, du kennst es ein bisschen besser aus, wie das mit der industriellen Verarbeitung ausschaut. Ja, aber das hat man ganz oft bei gekauften Shirts, dass sich so die Seitennähte irgendwie verdrehen. Und das ist halt super ärgerlich. Gerade nach dem ersten Waschen fällt es dann überhaupt erst auf. Und dann denkt man so, man hat so ein schiefes Shirt. Was ich auch ganz oft hatte, dass man so ganz oft kleine Löcher irgendwie relativ schnell bekommen hat. Also da war das Shirt noch gar nicht alt und dann waren auch schon Löcher drin und sowas. Halt super ärgerlich, weil das auch relativ schwer ist zu reparieren. Oder dass es dann noch einmal waschen auf einmal zu kurz ist, weil der Stoff nicht vorgewaschen wurde. Wenn man zu Hause näht, wird der Stoff ja immer vorgewaschen. Das heißt, man hat kein Einlaufen mehr. Oft in der Industrie, glaube ich, wird es aus Zeitsprungsgründen, Kostengründen einfach nicht vorgewaschen. Und es kann ja sein, dass das dann noch einläuft. Ja, also von daher noch ein weiterer Grund, der fürs Selbernähen spricht. Und der letzte und beste Grund, warum wir unsere Shirts selber nähen, es macht Spaß. Ja. Gut, wir sind ziemliche Nähnerds, sage ich jetzt mal. Ja. Aber auch für Ungeübte oder für die, die das jetzt noch nicht so gut kennen, mit den richtigen Tipps und Tricks ist T-Shirt-Nähen einfach super. Und man kann es einfach so viele nähen, wie man will, in verschiedenen Varianten und kann einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja. Und es ist auch immer ein super Geschenk. Also ich finde, da freut sich auch jeder drüber. Es ist vom Aufwand her relativ übersichtlich. Jetzt nicht irgendwie wie so ein Blazer oder so, wo man wirklich Wochen dran sitzt, wenn man ihn selber näht. Sondern so ein Shirt kann man wirklich gut an einem Tag oder an dem Nachmittag nähen und kommt immer richtig gut an als Geschenk. Wir haben ja gerade erzählt, wie viel Spaß es uns macht, die T-Shirts zu nähen. Und wenn du jetzt auch Lust hast, das auszutesten, dann können wir dir unseren Nähkurs dafür empfehlen. Genau, unser T-Shirt-Nähkurs ist, wie der Name schon sagt, speziell auf T-Shirt-Nähen ausgelegt. Wir zeigen dir ganz viele verschiedene Varianten, wie du deine eigenen T-Shirts nähen kannst. Alle Infos verlinken wir dir auch nochmal hier unten in der Infobox und würden uns riesig freuen, wenn wir uns dann an der Nähmaschine wiedersehen. Bis dann! Ciao!